Betreten wir jetzt mal die Stadt. Yeah! Raiolo City! Gestehe, alter Mann! Wir wissen, dass du eine Pokémon-Pension betreibst. Dachtest du etwa, das würde Team Plasma entgehen? Wir nehmen den Pokémon ihre Menschen weg, ja. Und in einer Pokémon-Pension hast du bestimmt jede Menge davon. Die gibst du uns jetzt alle. Das ist doch verrückt. Oh mein Gott. Du siehst wie ein starker Trainer aus. Bitte, du musst mir helfen. Wenn du dich uns in den Weg stellst, nehmen wir dir deine Pokémon ab. Ach, dieses Team Plasma lernst du nie. Also gut, dann machen wir es sehr schnell fertig. Sind unsere Pokémon angeschlagen? Weiß ich gar nicht. Kann ich nicht sagen. Ich glaube eher nicht. Ne? Wir haben sie ja alle bei dem Doktor dann kalt, ne? Ja, saugen wir dir erst einmal das Blut aus den Adern heraus. Oh verdammt, die muss ICQ wieder schließen da. Sonst nerven mich wieder solche obskuren Menschen. Schreib mich wieder solche obskuren Menschen an. Grasmixer. Wusch! Boah, es hat jede Menge abgezogen. Und jetzt, Tackle. Ach, verdammt, ich habe mich vertippt, aber ist egal. Tschüss! Ja, was kommt jetzt? Unser Tytox, das Gift-Pokémon aus dem ewigen Wald. Gift... Käfer genau zu sagen. Ich nehme mal Affe her. Und ja, hoffentlich kann auf irgendwas ausrichten. Oh, ne, Bildog. Siedewasser. Ne, da ist noch Step drauf und der bla bla bla. Schlammbombe war es, oder? Weiß ich gar nicht, ich hab gerade nicht so schnell gelesen. Bis! Es dauert noch lange bis zum Level Up von Affe. Das gibt's doch nicht. Fürs Erste, nichts weg hier, schnell zum Vergnügungspark. Und weg sind sie. Ja genau, das Vergnügen sich im Vergnügungspark. Vielen lieben Dank! Hier, als kleines Dankeschön, nimm es nur. Mit diesem brandneuen Fahrrad wollte ich eigentlich die Stadt besichtigen. Aber dazu kam ich leider nicht. Warum ist er nicht einfach mit dem Fahrrad weggerannt, als Team Plasma ihn bedroht hat? Ist doch logisch, oder? Egal. Ich betreibe auf Route 3 eine Pokémon-Pension. Falls du erstmal Hilfe beim Training eines Pokémon brauchst, komm zu mir. Toll, da wollte ich mir nur in Raiolo City ansehen und dann sowas. Tja, mei, so ist das Leben. Hey, Kevin. Nein! Lass mich in Ruhe! Professorin Esche meint, in Raiolo City gäbe es unheimlich viel zu sehen. Den Vergnügungspark, das Sportstadion, die Sporthalle und die Kampfmetro. Und ich muss dauernd schneuzen. Ich glaube, ich mache das jetzt mal live vor dem Mikrofon. Sorry dafür, aber dieser Watz ist schon die ganze Zeit in der scheiß Nase drin. Den Vergnügungspark, das ja, habe ich gerade vorgelesen. Ich gehe mir jetzt erstmal ein Musical ansehen. Ja, tu das. Ich hasse Musicals über alles. Dieses Gebäude werde ich nie betreten. Niemals. Und ich werde auch nie ein Special davon machen, weil das einfach scheiße ist. Hätte man nicht reinführen müssen in diese Edition. So, ja, unsere Pokémon sind zwar wenig eingeschlagen, aber... Das mache ich immer automatisch, dass ich immer ins Pokémon Center gehe, wenn ich in einer neuen Stadt ankomme, so. Auf Route 5 bin ich ihm begegnet, mein Pikachu. Es war Schicksal. Ich werde hart arbeiten, damit es zum gefeierten Musical-Star wird. Boah, tu das. Ich unterstütze aber sowas nicht. So, gibt's neue Items? Hypertrank und Hyper... Ne, Hyperbar gibt's noch jetzt. Das hab ich mir gerade gedacht. Belebe gibt's auch noch, okay. Superschutz. Und das sind TM. Ne? TM sind gut.
Frustration, Rückkehr, Donnerwelle. Ja, ihr seht, die TMs sind extrem teuer als im Vergleich zum anderen Generationen, aber es liegt auch darin, dass man TMs mehrmals verwenden kann. Boah, welchen nehmen wir denn? Ich glaube, ich hole mal Donnerwelle. Ich glaube, ich hole mir alle, ne? Irgendwann hole ich mir alle. So, jetzt haben wir die Wahl zwischen einer Schildattacke. Lichtschild, Bodyguard, Reflektor. Lichtschild. So, bringt uns zwar nichts, aber egal. Was soll's. So, was ist das? Haus der Prüfung. Haus der Prüfung. Wie gut bist du wirklich als Trainer? Dann gehen wir mal rein. Oh, sieht ja ziemlich einseitig aus, ne? Einzigartig meine ich, einartig, egal. In der Kampfprüfung wird dein Kampfstil analysiert. Möchtest du das probieren? Ja. Was? Ah, ich habe B gedrückt, verdammt. Was? Es tut mir leid. Für dich ist es noch ein wenig zu früh, um an der Kampfprüfung teilzunehmen. Komm wieder, wenn du deine Reise beendet hast und stärker geworden bist. Also können wir das ganz am Schluss hin. Echt toll. Okay, hier ist eine Box. Oder ein PC. Was haben wir denn für Pokémon bis jetzt? Wir haben Batman, heißt noch Fleckner, Rotomorph. Ne, Quatsch. Pauli, Rocky, SPRM, Praktikum, Mucki, Darts, Mr. Krabs, Grinsebacke, Schnappi, Wolli, Obstgarten, Kaktusse und Singulare. Ja, habe ich vergessen, den Spitznamen zu geben, stimmt. So, okay, dann verlassen wir einfach das Gebäude, was soll's. So, ist hier wieder. Bist du ein Clown? Wenn du Pokémon-Kämpfe magst, bist du in Raihono City genau richtig. In vielen Gebäuden findest du Trainer, mit denen du dich messen kannst. Na, danke für die Info. Was ist das für ein Gebäude? Kampfmetro, Kampfmetro. Einsteigen und kämpfen. Raihono City. Stadt, wo es blitzt und glitzert. Mädchen-Style. Uff. Oh nein. Was bist du für eine? Siege habe ich eingefahren, aber auch Niederlagen kassiert. In der Weichenstation erwarten dich Züge voller Trainer, mit denen du kämpfen kannst. Willkommen in der Kampfmetro. Du bist doch ein Trainer. Nimm dies, ich bestehe drauf. Was ist das? Ein Pokédex 2. Kampfkamera. Naja, finde ich jetzt so der Hammer. Wenn du eine Kampfkamera hast, kannst du Kämpfe gegen deine Freunde oder in der Kampfmetro aufzeichnen. So, die mysteriöse Unbekannte macht sich jetzt auf und davon. Genau. Sie macht sich zum Haus der Prüfung auf. Ja. Was ist das für eine? Ich glaube, die ist eine Arenaleiterin. Okay. Uiuiui, ganz schön gut. Großes Gebäude. Weichenstation. Okay, dann laufen wir erstmal rum. Finde ich gut gemacht, diese Perspektive. Um es von einer anderen Perspektive zu sehen. Die Kampfmetro ist insgesamt. Die Kampfmetro hat insgesamt 7 Linien. Aber anfangs kannst du nur 3 Linien benutzen: Einzel-, Doppel- und Multilinie. Das ist sowas wie der Duellturm. Die Kampfmetro. Wie der Name ja schon sagt, treten in dieser U-Bahn Trainer zum Kämpfen an. Echt, oder? Nee, das hätte ich nie gedacht. Du, sag doch mal. Wie stellst du dich vor einem Kampf vor? Was sagst du bei einem Sieg und was bei einem... Ah, nee. Ich sage gar nichts. Naja, wenn du eben... Was? Naja, dann eben nicht. Wenn du nicht möchtest... Ja, tschüss. Unnötig. Kriegt er wahrscheinlich kein Item. Das hier ist die Weichenstation. Von hier aus kannst du die Kampfmetro benutzen. So, was ist hier? Bahnsteig für die Wi-Fi-Linie. Habe ich noch nie verwendet, weil ich kein Wi-Fi habe bei mir. Vorübergehend außer Betrieb. Na toll. Können wir da rein? Können wir da rein? Ja, wir können da rein. Hätte ich nicht gedacht. So, okay, dann fangen wir mal an. Wir kommen in der Kampfmetro. Die Wi-Fi-Linie durchläuft gerade noch vorbereitende Wartungsarbeiten. Hoffentlich kommst du bald wieder. Boah,
ist hier? U-Bahn-Plan der Einhallregion. Aha, so sieht es also aus. Interessant. Also, Moment, ich kann mir mal kurz zeigen. Dieser Weg führt noch nirgends hin. Kapiert? Soweit so gut? Dieser Weg führt da gar nichts hin, ne? Kapiert, es wird schwer. Achtung! Dieser Weg führt im Kreis. Und komm wieder zurück. Hättet ihr nicht gedacht, oder? Dieser Weg führt auch nirgendwo hin. Dieser ebenfalls. Dieser Weg führt zur Pokémon-Liga. Und dieser Weg führt zum globalen Turm, glaube ich. Da kann man, weiß ich nicht genau, da kann man irgendwie gegen sein, also da besteht so aus, für jedes Land gibt es da halt da ein eigenes Stockwerk. Und, dann kann man zum Beispiel, wenn man in Deutschland nimmt, geht man ins Deutschland, also wenn man gegen einen deutschen Trainer kämpfen möchte, kann man in das deutsche Stockwerk rein und dann gegen einen deutschen Trainer kämpfen oder so. Ich weiß auch nicht so, wie das ist. Ich habe das noch nie verwendet. Ich vermute es mal. Das ist nur eine Vermutung. Hallo, willkommen in der Tauschecke. Möchtest du deinen GP gegen Preis eintauschen? Ja. Okay, wir haben noch gar nichts. Das ist ja schön. Was kann man hier eintauschen? Katapult. Das ist ein lauter TM. Katapult, Kanon, Angeberei, Pflücker, Schlambo, Seitentausch, Einäschern, Verzögerung. Verzögerung, was ist das? Anwender stemmt sich gegen das Ziel und bewirkt, dass dieses erst zuletzt angreift. Ah ja. Explosion und Psychoplus. Ist aus dem Mülleimer. Mülleimer! Der Abfall-Eimer ist leer. Kacke. Gut, und ungefähr so ist jeder einzelne Raum strukturiert. Können wir hier rein? Ja, wir können da rein. Ist ja cool. Ah ja, da kann man es mit einem Freund machen. Ich wollte mal mit. Nein, machen wir diesmal nicht. Ich wollte es mit einem Freund von mir machen, aber der wollte nicht. Lol. Was ist hier? Super Multilinie, oh mein Gott. Was sagst du? Willkommen in der Kampfmetro. Die Super Multilinie durchläuft gerade noch vorbereitende Wartungsarbeiten. Hoffen wir kommen es bald wieder. Okay, was ist hier? Bahnsteig für Züge nach Ferulla. Ja, das ist, Moment, ich zeig's euch schnell. Das ist hier der dunkle, naja, sag mal, der braune, die braune Linie ist das hier. Möchtest du in den Zug nach Ferulla steigen? Ja. Der Zug fährt in Kürze ab, bitte alle einsteigen. Oder alles einsteigen, was da ist. Yeah, Zug fahren. Wo sind wir hier jetzt? Ferulla. Ist klar. Da vor allem ist leer. Ist wieder so ein U-Bahn-Plan, also jetzt sind wir ungefähr ein von den zwei, ich weiß nicht genau. Und die Musik ist auch nicht schlecht. Ah, hier ist eine Flötenspielerin. Eine hübsche Melodie ist in der ganzen Stadt zu hören. Oh, ich dachte, die verändert wieder die Musik. Na sowas, du interessierst dich auch für diesen Zug? Ja, gut, dann will ich dir doch mal etwas darüber erzählen. Hier haben wir es mit einem Zug der Multilinie zu tun. Viele wurden davon nicht produziert, weil es nur so wenige Züge dieses Typs gab. Es handelt sich hierbei um einen Experimentalzug, bei der neuartige Technologien zum Einsatz kommen, die die Entwickler massiven fertiger Züge einer neuen Generation ermöglichen und die Züge der Turbine ersetzen sollen. Oh mein Gott! So schnell habe ich noch nie gelesen. Die Technologien, die man in der Planphase dieser Züge entwickelt, haben überhaupt erst den Weg für die Massenanfertigung der Züge für die Super-Einzellinie, die Super-Doppellinie und andere geebnet. Gibt's Trainer? Viele Züge kommen nach ihrer letzten Fahrt hierher, um sich hier ausruhen. Was? Um sich hier auszuruhen, achso. Sozusagen. Ferulla. Dreh- und Angelpunkt des Schienenverkehrs. Diese Melodie, die das Mädchen auf der Brücke spielt, das ist ein Gute-Nacht-Lied für die Züge, die hier schlafen, sozusagen. Sehr informativ und hier sind ein paar, ja, im einen Haus. Gut, wir können eigentlich unseren Itemrad da rausholen, vielleicht gibt es hier versteckte Items.
Aha. Item gesichtet. Okay, jetzt zeigt mir hier. Jetzt zeigt hier hin. Ist es hier? Überall. Und hier ist ja ein riesiges Gebäude. Finde ich cool gemacht, dieses Ferula. Gibt es denn noch versteckte Items? Am Wochenende kommen viele Menschen her, um die Züge zu bestaunen. Echt, das Wochenende? Nein, es ist Montag. So. Am Wochenende kommen viele Menschen her, um sich die Züge anzusehen. Am Wochenende kommen immer Leute her, die das Item Sternenstück sammeln. Das tauschen einige von ihnen dann auch wieder gerne gegen andere Items. Bei so vielen Sammelbegeisterten kann sicherlich jeder auf seine Kosten. Kommen die das? Ja. Okay, das wusste ich gar nicht. Anscheinend kann man hier Sternstaub tauschen. Gegen Gold, gegen Geld oder sowas. Gold, ja. Juwelen, Gold. Na nun, wen haben wir denn da, wenn das mal kein Pokémon-Trainer ist? Ich bin Eisenbahner und in der Kampfmetro beschäftigt. Hast du eventuell schon mal bei uns vorbeigeschaut? Natürlich, sonst wäre ich doch nicht hier. In der Kampfmetro geht's rund, da finden Kämpfe am laufenden Band statt. Das einzig Dumme ist, dass die Leute so sehr auf ihre Kämpfe konzentriert sind, dass sie ständig irgendwelche Sachen liegen lassen oder verlieren. Ach ja, hierauf hat niemand Anspruch angemeldet. Bitte für dich. Boah, geil. Sonderbonbon. Nur zu. Du musst dir wirklich nichts dabei denken. Bei einem Trainer sind diese Items dann wohl deutlich besser aufgehoben als bei mir. Ja, hast du recht. Danke. Hast du noch ein paar Items? Ja. So, hier ist noch ein Haus. Und hier ist noch eine. Haben wir die schon angesprochen? Diese Melodie. Ja, haben wir schon. Gut, hier ist noch ein Haus. In einem Zug. Was? In so einem Zug passen schon eine ganze Menge Passagiere, nicht wahr? Eine ziemlich große Verantwortung, die da auf den Schultern der Zugführer und der Leute liegt, die für Wartung und Instandhaltung zuständig sind. Boah, das glaube ich, ja. Pöhler ist ja berühmt für seine Zugdrehscheibe. Die hast du sicher schon von der Brücke aus gesehen, oder? Nicht so wirklich. Ich glaube, wir schauen uns das nochmal genau an. Ah ja, das ist hier, das wird dann, glaube ich, immer so gedreht, ne? Und dann wechselt sich die Position des Zuges und er kann umdrehen. Ich glaube, so ist es auch in Real Life so. Dem aber nicht sicher. Ich weiß nicht, wie die Züge immer gewendet werden, aber ich glaube, das ist so eine Methode bei kleinen Zügen. Der Abfallheim ist leer, oh mein Gott. Warum ist jeder Abfallheim leer? Diese Einala sind sehr sauberes Völkchen. Okay, dann fahren wir wieder zurück. Hier gibt es ja nichts so Besonderes. Pum pum. Super Doppelline. Kennen wir ja Doppelline. Können wir da vielleicht mitmachen? Ich will mitmachen. Wir kommen in der Kampfmetro. Ja, geil, das geht sogar. Wusste ich gar nicht. Ich dachte, das kann man erst nach der Liga machen. Okay, dann machen wir es einfach mal. So, Goku, Zebritz, Affe. Was? 4 brauchen wir, okay. Aber gut, dann passt es ja. Dann holen wir Evo Serp noch rein. Mit ins Boot. Mit ins Boot. Nee, passt jetzt total überhaupt nicht. So, Selfen, ich glaube, das überspringe ich. Okay. Also dann viel Erfolg in der Doppellinie. Danke. Ich möchte einfach fleißig arbeiten, Geld sparen und ein ruhiges Leben führen. So, das Besondere an der Linie ist, alle Pokémon hier werden, ja, wie soll ich sagen, ausgeglichen, die Level werden ausgeglichen und auf Level 50 hochgestuft, beziehungsweise wenn sie so sind, herabgestuft. So, und hier sind 2 Pokémon, die mir noch nicht begegnet sind, Info und Lichte. Die Pokémon, die mir hier begegnen, die werden auch hier nicht in den Pokédex eingetragen, das ist auch was Besonderes. Okay, ich greife erstmal Doppelkick auf dieses Linfo und Schockwelle auf Lichte. Wutz.
und Doppelkick. Bam, bam. Bam, bam. Aua! Ah, Fußtritt. Ah, sehen wir in die Initiative. Toll. Was, Funkenflug? Bubenflug, oha. Ja, Linfu, nee, ja doch. Karate-Schlag auf Linfu und wieder Schockwelle auf Lichtel. Gut. Aha, das Besondere ist, wenn man gewinnt oder verliert, verliert man kein Geld. Und Erfahrungspunkte geben die Pokémon auch nicht, wenn man es besiegt. Einfach so was zum Kämpfen. Na, das war's für unser Goku. Affe. Wasser gegen eine Flamme. Das ist die Weiterentwicklung von Lichtel. Was für ein Zufall. Latenecto. Siedewasser auf Latenecto und Schockwelle auf Lichtel. Wut. Oh, ich finde die Schockwelle so geil. So, und wir löschen einfach mal das Feuer. Und es müsste ihn killen. Was? Ui, er hat überlebt. Knolle? Er wird den Spitzangriff. Ah, okay. Oha. Nein. Oh Mann, jetzt haben wir nur noch unser Efoserb und unseren Affen. Monocito. Kennen wir ja. Name Siedewasser auf Latenecto ist eine Gefahr für unser Efoserb und Megasauger auf Monocito. Na, ich dachte, Monocito wäre schneller und schädigt, also greift unser Efoserb an und dann heilt Megasauger. Unser Efoserb, so habe ich es im Gedanken, aber naja, gut, geht auch so. Lichtschild. Schützt ihn vor Spezialattacken. Jetzt, ja, ich greife den eh mit dem Biss an. Und der greift ihn mit Röntgenhieb an. Und ich umgehe den Spezialangriff. Was? Kanon? Das war Flint, glaube ich, was der da hatte, oder? Ja, Röntgenhieb. Leckere Zellen fressen, was? Gut, den ersten hätten wir. Es sind insgesamt 7 Kämpfe. Wenn wir alle 7 Trainer hintereinander besiegen, kriegen wir solche Punkte, solche speziellen Punkte, und die können wir dann gegen Items austauschen. Ein Backpacker. Backpacker Bubsy. Okay, was hat er? Sehe die Mantur, weiß in die Lösung von Kieseling und Praktibike. Sinimantur wird den Doppelkick überleben, weil Sinimantur Robustheit hat. Und Schockwelle attackiert. Praktibike. So, mal schauen. Aha. Hat ihn bis zur Hälfte geschädigt, okay. Was? Bollenhelm! Oha, er dachte, dass es mehr abzieht. Okay, ja, okay, es ist ja auch eine Weiterentwicklung. Grimasse. Senkt die Initiative. Stark. Aua, Katapult. Na gut, dann machen wir das einfach mal schnell klein und 4 Schockwellen nochmal. Dieselbe Taktik wie vorhin. Schockwelle und Doppelkick. War der erste und jetzt kommt gleich der zweite. Einmal und zweimal. Ja, der Beulenhelm, der schädigt unser Pokémon, wenn der Gegner von einer Spezialattacke, von einer physischen Attacke angegriffen wird. Zap, klar, den kann man gut mit wie heißt Castado kombinieren. Zapladin und Golbit. Zapladin ist Elektro und Golbit ist Boden. Wird, glaube ich, später zu Bodengeist noch zusätzlich. Oh, ich weiß nicht, ob Golbit jetzt schon Geist ist. Ich riskiere es mal und greife Golbit mit Doppelkick an und Schockwelle auf
Das Elektro-Pokémon Zapladin. Moment. Habe ich gerade ein Elektro-Pokémon mit einem Elektro angegriffen? Donnerwelle. Ja, okay, es ist Geist im Boden. Ja, und hat gerade unseren Son Goku in den Himmel geschickt. Oh Mann. Okay, Affe. Jetzt müssen wir Zapladin schnell ausschalten. Weil sonst wird unser Affe von Zapladin mit einer Elektroattacke angegriffen. So, Zapladin hat auch noch was Besonderes, und zwar hat keine Schwäche. Es ist zwar Elektro, ist die normalerweise Schwäche im Boden, aber das Besondere an Zapladin ist ein Elektro-Pokémon, das Schwebe hat. Hat daher keine Schwäche. So, tschüss. Initiativwert wird erhöht. Aber das ist auch nicht mehr so sehr wichtig. Sehr effektiv, Wasser gegen roten Geist. Er verstärkt seine Verteidigung. Ja, soll er ruhig. Wir greifen ihn eh jetzt mit physisch an. Mit Spezial. So, zack. Boah, ja. Nein, warte, mit Schocker können wir den nicht angreifen. Er ist der Boden. Daneben so. Nitro-Ladung und bis diese zwei Attacken will er nicht überleben. Lützi-Bäre mit seinem Angriff, woher? Ruß. Heißes Wasser, oder? Ah, das kocht ja. Und tschüss. Oh, da hast du wirklich Talent. Da müsste ich am liebsten das Weiße suchen. Das war Trainer Nummer 2. Da mache ich halt hier in dem Part einen Kampfmetro-Part. Und dann erkunden wir die Stadt im nächsten Part. Miau, miau, lass uns kämpfen. Mann, ich benehme mich echt dämlich. Lustig, lustig. Serviererin Ronja. Makabaya und Sodamak. Diese zwei Pokémon kennen wir, ja? Ja, es wächst bei mir. Keine Ahnung warum. Ja, Doppelkick auf Sodamak. Wobei, ja doch, wir müssen ja angreifen. Und falls das Sodamak den überlebt, was ich... Wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass es die Attacke überlebt, diesen Doppelkick. Setze ich noch eine Schockwelle drauf. Wobei ich glaube, dass es nicht mal die Schockwelle überleben wird. Ja, stimmt. Und die Attacke geht dann eben. Bürde. Kenne ich nicht, die Attacke. Okay, was kommt jetzt? Schnutzhelm. Ja, es sieht aus wie ein Stahl, ist allerdings Stahl. Es sieht aus wie ein Stahl-Pokémon, ist allerdings nur Käfer, glaube ich. Dem Typ von Schnutzhelm kann ich nicht genau sagen. Ich greife ihn mal mit Doppelkick an. Und Nitro-Ladung. Dann lasse ich das Makabaya noch ein Makabaya sein. Ach, Schutzschild. Kacke. Das ist doch nur eine Verzögerung. Und in dem Fall hat die Attacke gebracht, weil wir mit beiden Pokémon dieses angegriffen haben. Jetzt aber. Wut. Das müssten killen. Was? Ich bin überrascht. Okay, es ist schon mal Käfer. Das kann ich schon mal sagen. Ist die Frage, ob es noch Stahl ist. Ich bin mir nicht sicher, ob es noch Stahl ist. Ich glaube ja nicht, weil sonst hätte Nitro-Ladung ihn geownt. Soll ich es mit Elektroattacken versuchen? Konter. Soll ich Konter machen? Ja, ich probiere es mal mit Konter, was soll's. Und dann konzentriere ich jetzt mal mich darauf, das Makabaya auszuschalten. Das ist unter meiner Bürde. Verdammt! Käfertrutz. Greif Peil-Pokémon an. Das ist eine Spezialattacke. Daher funktioniert jetzt der Konter nicht. Verdammt, was mache ich jetzt? Geduld. Und Schockwelle. So, Son Goku absolviert es mal und Tilbritz greift den Geist an.
Boah, sie sind ganz schön zäh, die Pokémon von ihr. Würde schon wieder. Ja gut, das war's für uns Elitzeber. Naja, macht nichts. Gut, haben wir noch was? Wir haben Affe, hol ich Affe wieder raus. Affe! Und greife mit Biss jetzt diesen Geist an. Ja, also das Schutzschild, das ignoriere ich einfach. Weil Son Goku ja Geduld einsetzt. Nun, ja, löscht die Fähigkeit aus. Das ist allerdings egal. Duselwürr. Kennen wir auch. Jetzt wäre Elitzeber. Nein, das heißt ja Zebritz. Ne, jetzt wäre Zebritz gut. Ist halt immer noch Elitzeber, weil der Name so cool klingt. Das ist ein bisschen von Geduld. Das wird niemals abgezogen, aber egal. So, Düsseldorf wurde gewonnen mit einem Volltreffer. Und Käfertrutz. Spezialangriff von Son Goku sinkt. Spezialangriff von Affe sinkt. Ja, gut, ich versuch's weiter mit Geduld. Und Siedewasser auf Snootelm. Boah! Wie mich der Schutzschild aufregt. Er ist ja unglaublich hier. Viele Wasser. So, verbrennen wir dieses Nutelm. Mann, er hält sich ständig. Achso, ständig hält es sich nicht. Das war jetzt nur seine Zitrobeere. Er hält seine KP um 30, wenn sie getragen wird. Und der Spezialangriff sinkt. Ich glaube, dieses Pokémon spielt auf Angriff senken und sich verteidigen. Aber wie will es dann angreifen? Ich meine, es kann er sich jetzt nicht nur verteidigen. Ja, es muss ja auch mal angreifen. Das reicht, das, nee, jetzt greife ich an. Jetzt. Charadonis! Und zack! Bam, bam! Ja, okay. Ich stecke die Tacke locker weg. Irgendwann wird es Daumen gehen. Ich meine, Käfertrutz kann er ja nicht unendlich mal verwenden. Und so stark ist die Attacke auch nicht. Senkt halt nur unseren Spezialangriff immer. Aber dann greifen wir halt physisch an, ist ja auch egal. Wobei, mir fällt das ein. Geduld. Und jetzt mach ich's mal so. Ich greife jetzt Son Goku mit Biss an. Und die Geduld wird ihn absorbieren. Ich hoffe nur, dass Son Goku Geduld schneller ist. Sehr, sehr schön. Okay, soweit so gut. Ich glaube, ein Biss geht noch. Jetzt habe ich halt noch Schiss, dass er er dann später Schutzschild verwendet, um sich vor der Geduld zu schützen. Bin gespannt. Und hoffentlich greift Geduld auch Schnuthelm an und nicht unser Affe, das wäre jetzt ein bisschen bitter. Ich hab's geahnt. Genau sowas passiert, ja. Scheiße. Boah, es ist zäh. Nein, warum setze ich Geduld noch mehr ein? Hier bringt es ja nicht mehr. Soll ich speeden? Ja, ich glaube, ich speede. Das hat ja so keinen Sinn. Dieses zähe Pokémon hier. Einmal, zweimal. Und das war's jetzt. Boah, jetzt brennt's. Na, okay. Besser als nichts. So, jetzt hätten wir. Boah, hat ja nur 2000 Jahre gedauert. Din. Kampf Numero 4. Ich liebe Pokémon einfach über alles. Ohne sie könnte ich nicht leben. Ja, da geht's dir genauso wie mir. Pokémon ist echt geniales Spiel. Oh, ein Pokéfan. Fuck! Guck rein, Mann! Und jetzt, wo Kaiman die Weiterentwicklung von unserem von Schnappi, also ja, von wie heißt, ach egal, von dem Koko, ihr wisst schon, und jetzt, ja, seht jemand zur Weiterentwicklung von Kieselink.
Hier wechsle ich lieber und hole Affe raus. Weil sonst greift Rock Heimer ihn mit meinem Bodenattacke an. Und das wäre auch ein bisschen ungünstig. Dampfwalze! Er trifft sich selber. Aber er trifft auch unsere zwei. Und das ist ein krasser Nachteil. Das ist ungefähr wie Erdbeben. So, Double Kick. Ist er vom Typ her Unlicht? Müsst ihn killen. Tut's auch. Eisenabwehr. Erhöht seine seine Verteidigung stark. Und Jorklev. So, wir müssen zum Mond schießen. Ja komm, schießen wir auch schnell zum Mond, da haben wir es weg. Und dafür Siedewasser. Oh, jetzt soll ich Schaufel machen. Nee, Siedewasser stärker, da ist noch Step drauf. AKA. Warum sage ich AKA? Scheiße. Warum sage ich AKA? Ja. Kennen wir wieder was genommen. So, tschüss. Viel Spaß noch auf dem Mond. Kopfnuss, ja. Efuserb als Ersatz. Gelatini. Eis-Pokémon. Können wir auch einfach zum Mond schießen. So, und mega Sorge auf die Natur. Beide Attacken sehr effektiv. Und das wird ihn killen. Da bin ich, das kann ich hundertprozentig sagen. Taillabäre. In seinen Spezialangriff. Boah, echt krass. Ich lach mich tot. Aua, Headbutt. Das tut doch. Okay. So ein Goku kann ja nicht ewig leben, ne? So, Zebritz, ritzen wir ihn mal ein bisschen auf. Diesen Stein. Und so viel müsste reichen. Und die Attacke jetzt noch halt noch. Zack. Und tschüss. Nach Bäumen hin. Dein Pokémon ist echt süß, darf ich sie mal streicheln? Nein. So, ich hätte Kampf aus, das war der fünfte, ne? Ah, jetzt kommt der fünfte. Wir haben auch jede Menge Trainer vor uns. Nämlich noch, ja, wir sind gerade mal im Viertelfeld, im Halbfeld. Ich bin richtig stark, dass ich verliere, ist völlig ausgeschlossen. Der Erwachsene liegt auf den Senkel. Kindergarten. Wo hat er denn das mit Hodos her? Wahrscheinlich von seiner Lehrerin geklaut. Ist die Welt im Video von. Oh, wie heißt denn das? Monozyto. Und WhatsApp ist Elektro-Käfer. Ich glaube, ich sollte wechseln. Ich habe Angst vor einer Psychoattacke. Deswegen. Achso. Affe und Zebritz. Greift Mito-Ladung diesen Käfer an. WhatsApp. So, Affe. Halt jetzt schon mal deinen Biss vor für den nächsten Angriff. Er hat überlebt. Wundert mich nicht. Ist ja kein Step drauf auf Mikroladung. Fahrt einen Schuss. Ich hätte mehr erwartet, aber gut. Ja, okay, Fahrtenschuss ist hier gar nicht so übel. Schwächt die Initiative beider Pokémon, aber Lichtschild. Ja, ich greife das Mythos eh mit Biss an. Biss auf Mythos und Nitrolern auf WhatsApp. Beide sind physische Attacken, also bringt der Lichtschild hier nichts. Erhöht wieder die Initiative. Und das war's. Oh, was sehe ich hier? Überlebt locker. Und hier ist wieder diese Laterne. Laterne, Sonne, Mond und ja. Okay, jetzt bringt's der Lichtschild, weil ich greife ihn jetzt mit Siedewasser an und mit Holos greife ich mit Schockwelle an. Oder nee, er hat ja Dinge eingesetzt. Lichtschild, deswegen wäre eine Spezialattacke nicht so vom Vorteil. Deswegen greife ich ihn jetzt mit physisch an.
Aber die Ausnahme ist, dass sie mit Sodamark jetzt bis dieses Laternenick oder mit Zedewasser dieses Laternenick angreife und sie diese Attacke müsste überleben, auch wenn es unglaublich klingt, ja. Das war der Lichtschild, er hat sehr viel eingesteckt. Genesung, nein! Er ist keine Genesung, das ist schlecht. Scheiße. Kann sich immer heilen. Gut, dann eben wieder Zedewasser, jetzt gehe ich halt nur auf dieses Laternenick los. Naja, nicht toll, dann wird nicht so vom Vorteil, ist er selber Feuer. So, Schockwelle. Es sind zwar beide Spezial und er hat Lichtschild eingesetzt, aber egal. Das reicht bestimmt aus, um ihn zu killen. Überlebt. Was verstehst du unter dem Begriff überlebt? Nicht. Kanon. Boah. Was mache ich jetzt? Ifo Serb. Naja, was soll's. Was mache ich jetzt? Ich kann sauber auf dem Feuer, Pokémon. Super. Das wird ein Flümchen abziehen, aber ein bisschen vielleicht, aber es wird ihn nicht killen. Es geht hier nicht von der Attacke, sondern von der Attacke. Es wird ihn nicht killen. Es hat ihn gekillt, aber nur weil es ein Volltreffer war. Lustig. Gut, jetzt paralysiere ich das einfach mal. Was, er hat noch eins. Ich sehe die Mantel schon wieder. Ja gut, mega sauer auf Sedimanto und solange Zebus noch lebt, Donnerwelle auf Metodos, weil es kann länger dauern, weil es ja genesen kann. So, es ist paralysiert, das ist ein Vorteil. Oh, Kanon, ja tschüss, das war's jetzt. Gefällt dir das Lied nicht, weil du jetzt schon Abgang machst. Naja. Uff, Kopf nicht. Okay, Son Goku. Machen wir das Elemento fertig und dann schauen wir, was wir gegen dieses Metodos anrichten können. Wer ist mega sauer, damit unser Evo-Serb wieder ein bisschen geheilt wird und Geduld. Wir können ja wieder die Geduld-Taktik machen, die wir ja vorhin schon eingesetzt haben. Indem wir unser eigenes Pokémon angreifen. So, KP für uns. Und ja, Lichtschild, der schützt sich wieder spezial, aber egal, dann greife ich ihn halt mit Tackle an. Evo Serb kann noch Tackle, auch wenn es unglaublich klingt, aber ich greife ihn jetzt mit Dankenhieb an, aber nicht, nicht diese Methode, sondern unser eigenes wieder. Bam! Ja, schön, er greift es an, das ist gut. Und es zieht auch jede Menge ab, das können wir sogar one-hitten, wenn wir Glück haben. So, jetzt Geduld! Yeah! Ich wusste, dass es klappt. Sehr schön. Dieses Kindergartenkind hat mir richtig zugesetzt. Dün, 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 dün. So, Nummer 6, vorletzter Trainer, kommt jetzt. Auf den ersten Blick wirkst du wie ein großartiger Trainer, aber ist das wahr? Ja, ist es. Da, 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 da. Andere Musik, ich weiß. Das ist hier. Flatterix ist ein Fossil-Pokémon, das man aus diesem Federfossil, glaube ich, kriegt, ne? Und Mutem kennen wir jetzt. Dieses Pokémon. Gut, das Mutem sehr länger überleben wird, greife ich Flapdarutz an. Ist vom Typ her Gestein und Flug, glaube ich. Deswegen, ja, Schockwelle müsste doppelt so sehr effektiv sein. Kasselbeere. Pflücker! Ja, das war's. Das war der erste. Fehlen nur noch drei. Mit diesem Snootelm hier, dass er jetzt seine Verteilung erhöht. Oh ne, so oder mal. Ich glaube, ich tue Son Goku zurückziehen, den brauchen wir später noch, weil es ja Geduld kann. Und Schockwelle auf Sodamark. Das
Vielleicht können wir noch sogar Efo-Zap gegen Sodamax verwenden. So, tschüss. Ja, gut. Ich habe das jetzt überlebt, deswegen habe ich ja gesagt. War wieder so eine Vorausdenkung. Spezialangriff von Efo-Zap singt. Oh mein Gott. Spezialangriff von, ja. Jetzt bräuchte ich einen Dunkelnebel, das wäre echt von Vorteil. Und was ist das? Gladiantri ist Stahl und Licht. Deswegen muss ich Son Goku wieder einsetzen. Und ich paralysiere mal dieses Nuten. Nur Son Goku. Zeig mir, was du kannst. Ist es paralysiert? Das ist gut. Eisenabwehr verstärkt sich auch. Also er will auf Zähigkeit spielen, sagen wir es so. Weil jetzt erhöht er die Verteidigung bei der Pokémon. Na ja, gut, das Gladiantri wird uns keine großen Probleme bereiten, weil wir haben ja Kampfattacken. Das einzige Zähe, was ist das Nuthelm. Das müssen wir klein kriegen. Ich greife ihn ja mal jetzt in meine Elektroattacke an. Wird nicht allzu viel abziehen, schätze ich. Ja, geht eigentlich. Für das Nuthelm-Verhältnis ist es... Ja, Scheiße, okay. Ich hab's unterschätzt, es hat auch eine Menge Schaden absorbiert, sagen wir, wegen dem Eisenabwehr. Aber eine weitere Doppel-Kick-Attacke wird nicht surviven. Gut, Nuthelm ist paralysiert, greift diesmal nicht an. Und hier noch eine Elektro-Attacke für dich. So, Gladiantri ist auch down. Eins hat sie noch in petto. Oder ne, hat sie nicht, oder? Weiß gar nicht. Vielleicht kommt sie noch, vielleicht auch nicht. Ne, sie hat keins mehr in petto. Das ist jetzt nur noch ihr einziges. Gut, dann greifen wir uns einfach mit beiden Pokémon an. Jetzt haben wir Vorteil. Jetzt haben wir 2 gegen 1. Überzahlvorteil. Und jetzt kommt das Item, was sie trägt im Einsatz. Eine Zitrobeere. Aber es ist egal. Na, ich hätte vielleicht mit Schockwelle statt Nitroladen angreifen sollen. Ich weiß, Nitroladen ist doppelt so stark, aber Schockwelle ist spezial und das ist ja... Das ist ja immer noch besser gegen dieses Nuthelm, weil Nuthelm hat ja eine hohe normale Verteidigung. Jetzt, oder? Also Schockwelle statt Nitroladung. Gut, er setzt aus. Oh, mal schauen, wie viel es jetzt absteht. Ja. Doppelkick sieht leider nicht so viel ab. Ich glaube, ich sollte Son Goku wieder wechseln lassen. Und hol Affe raus. Und Sabert wieder Schockwelle. Es ist paralysiert. Es kann nicht angreifen. Gut. Gut, das ist kurz vom Daumen gehen. Ist noch eine Spezialattacke namens Siedewasser. Und Schockwelle. Und es müsste gewesen sein. Ja, also dann nur noch diese eine Attacke hat gereicht, okay. Gut, jetzt kommt der letzte. Der erste ist leider auch der stärkste. Numero 7. Fortfahren. Ein anderer muss stets seine Route dabei haben, aber Mann. Ist das Ding sperrig? Hemse hat das mit. Oder es gibt, glaube ich, so einklappbare Angeln. Glaube ich zumindest. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin kein Angler. So, da mag ein Wasser und ein... Ja, zwei Wasser-Pokémon. Die Piranha, die Weiterentwicklung von Shy Club. Hier ist klar, ich wechsle. Und so, zuerst greife ich... Ja, gut, Piranha kann angreifen. Das ist... Wobei, ne, was anders. Son Goku wechsle ich und lass Efo-Zap ran. Und Zebritz greift Sodamak an mit Schockwelle. So, Mebrana ist vom Typ her Boden, Wasser. Und Pflanzen sind da sehr effektiv dagegen. So, bin gespannt, ob es One-Hit ist. Ja, tut's auch, haben wir ja im letzten. Am Schuss 10 oder im vorletzten weiß gar nicht, wann das Sodamak als letztens gegen uns kam. Lebensschuss, Boden gegen Elektro ist effektiv. Ist die einzige effektive Schwäche.
von Elektro-Pokémon. Was kommt jetzt? Noch ein Wasser-Pokémon. Also er macht seinen Anglerruf echt gerecht. So, jetzt greife ich aber sein Mebrana mit einer Pflanzenattacke an, die viermal so stark ist. Und Schockwelle auf Otaro, dem Wasserstarter. Oh, Lehmbrühe. Das ist wie eine Surfer-Attacke. Fuck. Okay. Unser Elektro-Pokémon ist down. Das ist schlecht, aber wir haben immer noch unseren Roku, der wird einiges wieder errichten können. Was hat überlebt, obwohl es vielfache Stärke war. Oha. Und es kann Eisstrahl. Oh mein Gott. Ich bin überrascht. Und es ist eingefroren. Okay, jetzt haben wir ein Problem. So, ich muss so einen Goku rausholen. Evosap soll ich wechseln lassen? Ja. Muss ich leider. Ich muss das Mebrana schnell down kriegen, weil das ist eine Bedrohung. So, Mebrana. Quatsch. So, Karadonis greift das Mebrana mit Karate-Schlag an. Schallwelle trifft beide, wieder beide Pokémon. Nicht alles. Doppelkampf-Pokémon Mebrana, oh mein Gott. So, das war's. Das Mebrana hat uns ganz schön viel zugesetzt. Und schon wieder ein Eisstrahl, allerdings jetzt gegen einen Wasser-Pokémon. Und hier ist ein Eis-Pokémon. Das beruhigt mich ein bisschen. Ich versuche jetzt mal Affe zu schützen, indem ich jetzt Schaufler verwende. Und Doppelkick auf Gelatini. Einmal, zweimal. Ja, ein Kick hat auch. Also auch schon gereicht. Das ist ja lustig. So, ab unter die Erde mit dir. Ja gut, er hat unseren Affen angegriffen. Das ist schön. Und Doppelkick auf Otaro. Oh, das zieht eine Menge ab. So, jetzt kam noch der Schaufel hinzu. Und es hat ihn geowned. Sehr schön. Gut, damit haben wir alle Trainer hier besiegt. Und wir kriegen Punkte. So, wenn man dreimal hintereinander gewinnt, also solche, ja, wenn man 21 Trainer hintereinander besiegt oder 20, ja 20 sind, kann man dann gegen den Boss hier antreten und der ist, ja, der ist um einiges stärker, also den sollte man nicht unterschätzen. Aber den werden wir das nachher, glaube ich, nochmal machen, dann machen wir das Ganze nochmal. Dann werde ich euch zeigen, was dann kommt. So, aber zuerst, warte, hier ist noch einer, den sprechen wir an. Kämpfe können ja so nervenaufreibend sein, jeder braucht mal eine Pause. Jedes Mal, wenn du 7 Siege am Stück erringst, werden die Trainer und ihre Pokémon stärker. Das stimmt. Jeder Sieg ist eine neue Reise. Die Pokémon und ich führen ein Vagabundenleben. Boah, ganz schön viele Leute hier. Ich habe ihn erlebt, den Siegesrausch. Du darfst dich davon nicht überwältigen lassen. Sonst würdest du bald an nichts anderes mehr denken können. Ist da was im Mülleimer? Nein. Die Reise hat erst begonnen, auf dass wir niemals verlieren mögen. Schon mal was vom Metromeister gehört? Der gibt sich nur bei Top-Trainern die Ehre. Ist halt der Chef hier. Ja, von denen habe ich gerade erzählt. Boah, hier sind ganz schön viele Menschen. Na bitte, ich bin optimal vorbereitet und ich komme, sehe und siege. Ungelogen. Was kann ich für dich tun? Zurück nach Revenue City, bitte. Ja. Fahren wir wieder zurück. Denn wir müssen ja noch was machen. Im nächsten Part, selbstverständlich. Ruh dich gut aus. Komm einfach wieder, wenn du das Kampfgeschehen fortsetzen möchtest. Hoffentlich kommst du bald wieder. Und wir können hier was kaufen. Jetzt haben wir ja ein paar Punkte. Was kaufen wir uns denn? Protein, ja, lauter so Vitamine. Ansonsten können wir uns noch nichts kaufen. Ich glaube, ich spare noch ein wenig. Oder verlassen wir die Kampfmetro. Und hier ist Telefon bei mir, ich weiß. Falls ihr es hört. So, dann erkunden wir die Stadt im nächsten Part. Fertig. Bis dann. Servus.